Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu einem ganz fix gemachten kleinen weihnachtlichen Goodie, in dem so eine Tüte Weingummi steckt. Und da zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze gebastelt wird. Wir brauchen Designerpapier mit dem Maß 6,5 x 17 cm. Das heißt, wir bekommen aus einem 12 x 12 Zoll Bogen 6 solche Streifen raus und haben dann noch ein bisschen was übrig. Und dann brauchen wir circa 30 cm Band. Ich habe jetzt hier dieses schöne rote genommen, das meine Kamera nicht scharf stellen möchte. Da haben wir es. Dieses hier, weil es einfach ganz wunderbar mit dem Papier harmoniert. Ja, und dann nehme ich mir jetzt hier meine Weingummis, packe die hier oben an die Kante, aber mit ein bisschen Abstand, damit das hier nicht schon rausschaut. Lege mir das hier rum. Einmal noch mal gucken, ob das Tütchen auch noch richtig sitzt. Und ich nehme dann gerne hier so eine Klammer und klammer mir das einmal fest, dass mir nichts mehr verrutscht. Dann nehme ich meine Korpedeil. Ich habe mir die hier entsprechend eingestellt, wie weit ich das Loch drin haben möchte. Und richte mich hier an diesem kleinen Nupsi. Hier ist so ein schwarzer Nupsi. Und den lege ich jetzt bündig an die Papierkante. Mein Loch, drehe das Ganze einmal um. Und mache das Ganze hier auch. Dann habe ich mein Loch nämlich jetzt sowohl von oben nach unten als auch von den Außenseiten exakt auf der gleichen Höhe. Und dann kann ich jetzt mein Band hier durchfriemeln. Das sieht man jetzt, wenn hier jetzt mal der Müll rauskommt. Hier habe ich das Papier und hier auch die Folie von den Weingummis. Da die oben aber ja so einen breiten, verschweißten Rand haben, macht das nichts aus. Also die sind immer noch luftdicht verpackt. Aber ich kann sie halt mit dem Band direkt in dem Goodie festbinden. Und sie lassen sich halt auch, wenn man die Schleife löst, entnehmen, ohne dass man jetzt das Goodie in irgendeiner Art und Weise kaputt machen müsste. Im schlimmsten Fall muss man halt nur die Schleife neu reinmachen. So, und die binde ich dann jetzt auch, die Schleife mal eben. Hat man das schon mal soweit fertig. Also ist ja wirklich super schnell gemacht. Jetzt zeige ich euch noch gleich was Schönes bei der Verzierung. Und zwar habe ich hier das Stempelset herzerwärmend genommen und da von mir für dich. Wie man sieht, ist das ein einzelner Stempel. Dieser hier. Und das Herzchen ist separat. Das hat den Vorteil, ich habe das jetzt schon einmal vorbereitet, dass ich das auch zweifarbig abstempeln kann. Also hier habe ich jetzt einmal auf Waldmoos zurückgegriffen, das ist der Grünton von dem Designerpapier, und auf Glutrot für das Herz, das ist dann auch der Farbton von dem Band. Das habe ich halt entsprechend so abgestempelt. Und dann nehme ich mir hier dieses Crystal Effects Schimmerglanz und trage das jetzt auf meinem Herzchen auf. So. Das braucht jetzt eine Weile zum Trocknen. Deshalb habe ich das auch schon einmal vorbereitet. Wenn das dann getrocknet ist, sieht das so aus. Also das Herz sieht man jetzt im Vergleich zur Umrandung, wird dadurch ein bisschen heller. Und das hat jetzt wie so ein 3D, ja, wie soll ich das sagen, 3D-Lack da drauf. Also das ist so richtig schön erhaben. Und das glitzert halt so ein bisschen. Das finde ich sehr schön. So. Dann habe ich mir hier, ach so, ausgestanzt habe ich das mit der 1,5 Zoll Kreisstanze, nur noch zur Info. Und dann habe ich mir hier den zweitgrößten Wellenkreis genommen, habe das auch aus dem Glutrot einmal ausgestanzt. Das klebe ich dann jetzt da drauf. So. Dann habe ich mir aus Pergamentpapier mit dieser Stanze einmal so einen Zweig ausgestanzt. Dann nehme ich jetzt gern die Blue Dots, weil das mit dem Pergamentpapier sehr gut hält.
Dann kann man sich das einmal so Pi mal Daumen, wo man das so hinhaben möchte. So, ich lasse das auch gern hier so ein bisschen über den Rand drüber stehen. Das wirkt dann für mich einmal noch mal ein bisschen, ja, lebendiger. Dann kommen hier zwei Dimensionals drauf. Ups. Und voilà. Fertig ist das Goodie. Also wirklich super schnell gemacht. Trotzdem eine schöne kleine Aufmerksamkeit am Weihnachts-Adventstisch, sofern das dieses Jahr mit der Familie irgendwie möglich ist. Für Postboten und wer auch immer, freuen sich doch alle mal über eine kleine Aufmerksamkeit und ein kleines Dankeschön. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!